So eine Schande. Und ich habe die Piraten immer für ihre Unabhängigkeit bewundert. Doch auch sie folgen einem König. Dem Piratenkönig. So. Wir haben soeben Residente. Präsidente. Seine Majestät zeigt sich über ihre Unabhängigkeitserklärung äußerst erheitert. So, wir sind jetzt im Zeitalter der Weltkriege und haben dadurch jetzt einen recht großen Vorteil. Können mehr bauen, willkommen, bessere Straßen. Ab heute gehören Sie und Ihre Familie zu den Auserwählten, die die Last auf sich genommen haben, die Welt zu regieren. Lol, was denn jetzt? Was geht jetzt? Endlich etwas Anerkennung. Ich wollte immer schon zu einer Geheimorganisation gehören. Geht mir jetzt willkommen auf Ihrer neuen Insel, mein Schüler. Der Orden will, dass Sie die Freundschaft des US-Präsidenten gewinnen. Ihr Freund Penultimo könnte dabei helfen. Er weiß, wie man jedem im Nu unter die Haut geht. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Haben wir einen Vulkan? Wer hätte es gedacht? Nein. Scheiße. Eisenvorkommen? Ja, nice. Eisenvorkommen ist gut. Bergwerk erforschen. Oh nein, jetzt muss ich die ganzen Technologien wieder erforschen, Alter. So. Seine Majestät hat einen äußerst raffinierten Plan ersonnen. So, eine Farm bauen, alles klar. Die ganze Sache mal. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen diese. War ich nicht eigentlich im Zeitalter der Weltkriege? Hä? What the fuck? Oh nein, oh, was ein Scheiß.
immer noch falsch. Ach so, mit Geralt. Jo, meine Leute können mich zu 10% leiden. Alles klar, Digga. Keine Unterhaltung. Hi Dylan. Ich nehme gerade auf. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, okay. Gouverneur. Hallo, liebe Zuschauer. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Komm, machst du fertig? Ja, Bibliothek ist fertig. Juhu! Hallo? Hast mich bestimmt vermisst? Auf jeden Fall. Wisst ihr, Leute, ich hab eine eigene Firma und da muss ich nochmal eben aktiv sein. Alles klar. Nein, ich war nur gerade bei einem Laden, weil Feier Montag auf Klassenfahrt, damit ihr es noch mal wisst, damit ihr mich vermissen könnt. Nicht weil ich habe einen Großeinkauf gemacht mit 4 Sachen für Klassenfahrt. Geil, oder? Sehr, sehr interessant, finde ich. Auf jeden Fall. Weißt du, zu wie viel Prozent mich meine Leute leiden können in meiner Stadt? Hä? 17. Die können mich richtig gut ab, Alter. Ey, ohne Witz, ich hab gestern so hart Kopfschmerzen bei dem Spiel gekriegt durch diese scheiße Musik, ey. Man hat nur. Ich hab richtig Kopfschmerzen gekriegt, ey. Also einen richtigen Herzinfarkt. Ah. Straßensystem von Tropico 5. Schmeiß es weg. Voll dumm, dass man, falls man eine Straße zu kurz setzt und man nur noch einen Block sozusagen weitermachen muss, dass man das nicht machen kann. Das ist voll bad, Alter.
Fakt voll ab. Dann kannst du die ganze Straße weiter abreißen. Oder du musst es alles versetzen. Unterhaltung 0. Hä? Bist du dumm? Ich hab mir richtig viel gegönnt, Alter. Pringles, Knabberbox, Gummibärchen, Tuckkekse. Alles klar. Wir wollen hier schön, wie heißt das? Werbung machen. Und Butterkekse habe ich mir auch noch gegönnt. 30% weniger Zucker. Empfehlenswert. Alles klar. Das heißt, es sind noch 9.970% Zucker drin. Übrigens, im Singleplayer, das ist voll beschissen, mir ist es gerade mal so aufgefallen, wenn du ins Weltkriegalter kommst, musst du die Insel wechseln, musst du wieder von vorne anfangen. Richtig hässlich. Tutorial kann packen. Mission oder Sammelgasten? Ich würde dir erstmal empfehlen, die Dinge zu spielen. Nein, auf was du gerade spielst. Tutorial, Kampagne. Ach so, Kampagne. Kampagne? Okay. Mhm. Was muss man eigentlich bei Mission machen? Der große Käse. Schreiben Sie Ihren Namen mit dem besten Käse der Karibik in die Anna. Ja, Digga, das steht Annalen. Annalen der Geschichte. Dankas-Modus. Ey, Digga, du hast sowas von fett hart einen an der Waffel. Aber nicht so hart wie Jason. Das stimmt. Hashtag Pullerboy. Alter, Kevin spielt Minecraft. Kevin 24/9. Kennst du den, ne? Ja, kennst du. Er ist ein Kevin. Wollen wir gleich mal Star Wars aufnehmen? Ich spiele kein Star Wars. Good moment for new hitbox. Spiele durchsuchen. Schaden. Pupipan. Oh, ich gehe raus. Ich gehe bei so einem Typen rein, ich gehe raus. Alles klar. Hier spielt einer mit unbegrenzt Geld. Nach Punkten dual. Stadtbevölkerung 200 mehr. Oh Gott, ich hab voll Minusgeld, Alter. Ich lieg 3600 Dollar im Minus. Aha. Machst du eine Normalaufnahme oder? Ja. Ja, du machst doch kein Stream, du Arsch. Digga, wie aus, was du denn checkst? Ich bin total.